Groß geworden bin ich in der beschaulichen Stadt Oschatz. Ist naja, eine größere Kleinstadt, sage ich immer so. Und ja, bin da bis 15 habe ich da bei meinen Eltern gewohnt. Bin dann mit 15, 16 nach Leipzig ins Internat gegangen, aus sportlichen Gründen natürlich. Mit 17 bin ich hier nach Potsdam gekommen und bin hier auch aufs Internat gegangen. Habe dann so quasi meine Jugend immer neue Abschnitte gehabt und die mein Leben natürlich auch interessant gemacht haben. Ich finde, es ist als Fußballerin sehr wichtig, natürlich fit zu sein, weil nur dann kann man sich auf seine fußballerischen Aufgaben konzentrieren auf dem Platz. Und das ist auch meine Philosophie. Ich studiere hier an der Fachhochschule in Potsdam Sportmanagement. Das geht über 3 Jahre, ist relativ praxisorientiertes Studium. Und ich hoffe, dass ich dann 2012, wenn ich fertig bin, noch meinen Master dranhängen kann. Und ja, bin dann für das Berufsleben bereit. Der Gigi kommt aus Wiesenburg von einer Mopszüchtung. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte mir eigentlich nur mal ein paar Möpse dann anschauen, ein paar Jungwürfe. Und er kam dann sofort zu mir getippelt und ja, dann hat sich das schon erledigt für mich und mein Herz und dann wollte ich den kleinen Gigi haben. Das ist eine Nervenkrankheit, mit der ich als ich 5 war, hat das begonnen. Sie nennt sich Faciales Parese und ich habe einfach versucht, diese Krankheit zu behandeln mit vielerlei Methoden und habe mich dann letztendlich entschlossen, als ich 13, 14, 15 war, mich operieren zu lassen. Und es versuchen, zur Besserung beizutragen. Und ja, das hat einfach die Narbe auf sich. Das ist einfach eine Operation aufgrund dieser Nervenkrankheit gewesen. Dadurch sind die Muskeln in Mitleidenschaft geraten? Oder? Die Nervenkrankheit an sich heißt, dass quasi der Gesichtsmuskel nicht richtig funktioniert und so halt die Muskeln auch nicht arbeiten können. Und ja, ganz einfach. Deswegen arbeitet die linke Seite nicht richtig. Fasziniert dich am Frauenfußball? Also wenn ich mir überlege, wie ich mich manchmal motivieren muss, morgens aufzustehen, um 45 Minuten joggen zu gehen oder überhaupt um Sport zu machen, dann finde ich es schon sehr beachtlich, dass das Trainingspensum zum Beispiel, ne, was die da irgendwie auffahren. In der Woche wird unglaublich viel trainiert und wenn du dir so einen Frauenkörper anguckst, dann ist das, glaube ich, eine enorme Leistung, ne? Und da ziehe ich extrem meinen Hut vor. Jeder will Erfolg haben und arbeitet das ganze Jahr auf diesen Erfolg hin. Jeder von uns beiden hat, glaube ich, das Hobby zum Beruf gemacht auf der einen Seite, aber weiß auch, wie viel Arbeit einfach dahinter steckt, dass es halt nicht nur der Auftritt ist oder das Spiel, was man dann spielt, sondern wirklich jede Menge harte Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, da kann man sehr viele Parallelen ziehen.